Wenn es um die Frage nach bewohnbaren Himmelskörpern geht, ist die Erde noch immer das galaktische Nonplusultra. Demnach ist uns kein anderer Planet bekannt, der seinen potenziellen Bewohnern ein derart lebensfreundliches Umfeld bietet wie unser blauer Heimatplanet. Und gerade deshalb zählt die Suche nach jenen Himmelsobjekten, die mit ihrer räumlichen Lage und natürlichen Beschaffenheit als Heimat extraterrestrischer Lebensformen dienen könnten, seit jeher zu den zentralen Punkten der modernen Weltraumforschung. Auch das Kepler-Weltraumteleskop, welches unsere galaktische Nachbarschaft zwischen den Jahren 2009 und 2018 in Augenschein nahm, verfolgte genau dieses Ziel. Und wie wir heute wissen, sollte die nach dem deutschen Astronomen Johannes Kepler benannte Gerätschaft im Rahmen ihrer Mission einige atemberaubende Erfolge verzeichnen. Welche Himmelskörper mit Hilfe von Kepler auf die Sternenkarten hinzugefügt wurden und welche dieser Exoplaneten der Erde ihren Rang als blühendster Hort des Lebens streitig machen könnten, verraten wir euch jetzt. Ihr habt Lust, uns auf unserer Reise zu den bahnbrechenden Entdeckungen im Universum zu begleiten? Dann vergesst nicht, uns ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zeigt uns gerne mit einem Daumen nach oben, dass euch die Themen unserer Videos gefallen. Das Kepler-Weltraumteleskop. Wir schreiben den 7. März 2009, als das Kepler-Weltraumteleskop der NASA seinen galaktischen Dienst antritt. Während die 600 Millionen Dollar teure und über eine Tonne schwere Gerätschaft von ihrer Trägerrakete in Richtung Weltraum befördert wurde, blickten die irdischen Experten gebannt auf jene Meilensteine, die mithilfe des komplexen Teleskops verzeichnet werden sollten. Im Detail sollte Kepler seinen Blick auf einen festen Ausschnitt im Sternbild Schwan richten. Dabei waren es jedoch nicht die etwa 190.000 darin enthaltenen Sterne, denen das Hauptaugenmerk dieser Mission galt, sondern die Suche nach bislang unbekannten Exoplaneten. Zur Erinnerung, als Exoplaneten werden jene planetaren Himmelskörper bezeichnet, die gravitativ nicht an unsere Sonne, sondern an einen anderen Stern gebunden sind. Um die weißen Flecken von den Sternenkarten zu tilgen, bediente sich das Weltraumteleskop der sogenannten Transitmethode. In einfachen Worten ausgedrückt handelt es sich dabei um ein Verfahren, welches die wechselnden Helligkeitsverhältnisse von Sternen untersucht. Sobald sich ein Planet von der Erde aus betrachtet vor seinen Wirtsstern schiebt, wird auch immer die Helligkeit des entsprechenden Muttersterns temporär verringert. Aus der Beobachtung dieser wiederkehrenden Helligkeitsverläufe lässt sich nicht nur die Existenz eines Transitplaneten ableiten, sondern auch wichtige Erkenntnisse über die Umlaufdauer, den Planetenradius und die Bahnneigung des Himmelskörpers gewinnen. Spektroskopische Untersuchungen, welche die Strahlungen nach bestimmten Gesichtspunkten analysieren, liefern darüber hinaus Auskünfte über die Zusammensetzung der Atmosphäre, die Temperaturen und das Rückstrahlvermögen des Exoplaneten. Die besondere Zielsetzung der Kepler-Mission bestand darin, verhältnismäßig kleine und somit auch potenziell bewohnbare Exoplaneten zu entdecken. Im selben Atemzug lieferte das Weltraumteleskop auch wichtige Daten über veränderliche Sterne. Diese Himmelsobjekte weisen recht kurzfristige Helligkeitsschwankungen auf, deren Ursachen nicht bekannt sind. Der ursprüngliche Missionszeitraum, der zunächst 3,5 Jahre umfasste, sollte schließlich bis zum 30. Oktober 2018 erweitert werden. Nachdem im Mai 2013 zwei Reaktionsräder ausfielen, musste die Beobachtungsmethode des Weltraumteleskops abgeändert werden. Es dauerte nicht lange, bis das groß angelegte Projekt die ersten galaktischen Früchte trug. So wurde im Januar 2010 die Entdeckung der ersten 5 von Kepler verorteten Planeten bekannt gegeben. Im Laufe der Zeit sollten indes noch viele weitere, bis dato unbekannte Himmelskörper auf die Sternenkarten hinzugefügt werden. Lasst uns daher nun einen gemeinsamen Blick auf die wichtigsten Entdeckungen des Weltraumteleskops werfen. Kepler 62. Etwa 1200 Lichtjahre von unserem blauen Heimatplaneten entfernt befindet sich der Stern Kepler 62. Heute wissen wir, dass das Objekt im Sternbild Leia etwas kälter als unsere Sonne ist und gleichzeitig von mindestens 5 Exoplaneten umkreist wird. Dabei sind es besonders die beiden äußeren, in der habitalen Zone gelegenen Planeten Kepler 62e und Kepler 62f, welche das besondere Interesse der irdischen Forscher weckten. So deuten einige Indizien
Fossilien darauf hin, dass es sich bei ihnen um Gesteinsplaneten handelt, die darüber hinaus auch Wasser in dauerhaft flüssiger Form beherbergen könnten. Einige Experten gehen in ihren Ausführungen sogar so weit, dass sie vermuten, dass die beiden Himmelskörper sogenannte Ozeanplaneten darstellen. Wie es der Name dieser Bezeichnung bereits verrät, handelt es sich dabei um eine hypothetische Planetenform, deren Oberfläche vollständig von Wasser bedeckt ist. Allerdings ist das Kepler-62-Planetensystem nicht der einzige Verbund fremder Himmelskörper, der mit Hilfe des Weltraumteleskops entdeckt werden konnte. Kepler 90. Im Oktober 2013 gaben die Verantwortlichen die Entdeckung des Kepler-90-Planetensystems bekannt. Beim namensgebenden Wirtsstern handelt es sich um einen von uns 2800 Lichtjahre entfernten Hauptreihenstern, der unserem aktuellen Kenntnisstand zufolge etwas größer und strahlkräftiger als unsere Sonne ist. Derzeit wissen wir, dass sich mindestens 8 Planeten um Kepler-90 drehen. Somit handelt es sich bei diesem galaktischen Verbund um das einzige bekannte System, das genauso viele Planeten umfasst wie unser heimisches Sonnensystem. Die bislang gesammelten Daten lassen darauf schließen, dass die 6 inneren Planeten Mini-Neptune oder aber kompakte Supererden sein könnten. Die beiden äußersten Planeten werden wiederum als Gasriesen eingestuft. Die räumliche Konstellation der einzelnen Himmelskörper zeigt, dass die entsprechenden Planeten deutlich dichter zusammengedrängt sind, als es in unserem Sonnensystem der Fall ist. Im Detail entspricht die Umlaufbahn der äußersten Kepler-90-Planeten in etwa der Umlaufbahn unseres blauen Heimatplaneten um die Sonne. Während die ersten Planeten innerhalb dieses Systems allesamt im Jahr 2013 verortet wurden, folgte der bis dato letzte bekannte planetare Himmelskörper, Kepler-90i, im Jahr 2017. Kepler-186f. Würden wir von unserer Erde aus 490 Lichtjahre weit ins Sternenbild Schwan reisen, treffen wir dort auf den Exoplaneten Kepler-186f. Hinsichtlich der Ausmaße des Himmelskörpers, der seine Bahnen um den roten Zwerg Kepler-186 zieht, lassen sich frappierende Parallelen mit unserer Erde feststellen. So nehmen die Experten an, dass der Planet nur geringfügig größer als unsere irdische Heimat ist. Folglich liegt auch der Schluss nahe, dass es sich dabei nicht etwa um einen Gasplaneten, sondern um einen erdähnlichen Himmelskörper mit fester Oberfläche handelt. Sein Zentralgestirn umläuft Kepler-186f in einem Abstand von rund 52 Millionen Kilometern, wodurch der Exoplanet etwa 130 Tage für eine vollständige Umdrehung benötigt. Obwohl sich der Himmelskörper deutlich näher an seinem Wirtsstern befindet als die Erde an der Sonne, bedeutet dies im Umkehrschluss jedoch nicht, dass auf Kepler-186f keine lebensbegünstigenden Verhältnisse vorherrschen könnten. Im Detail besitzt der rote Zwerg Kepler-186 eine deutlich geringere Strahlkraft als unsere Sonne, wodurch sich der Exoplanet am äußeren Rand der habitalen Zone befinden dürfte. Einen passenden atmosphärischen Treibhauseffekt vorausgesetzt, könnten auf Kepler-186f also Temperaturen herrschen, welche die Existenz von Wasser in dauerhaft flüssiger Form erlauben. Darüber hinaus liegt die Vermutung nahe, dass der Himmelskörper ein stabiles Klima aufweist und regelmäßige Jahreszeiten durchläuft. K2-18b. Im Rahmen der Erforschung des extrasolaren Planeten K2-18b verzeichneten die Forscher einen vielbeachteten galaktischen Meilenstein. So schafften es die irdischen Experten erstmals, Wasserdampf in der Atmosphäre eines Exoplaneten nachzuweisen. Ursprünglich wurde K2-18b im Jahr 2015 mit Hilfe des Kepler-Weltraumteleskops entdeckt. Die bahnbrechenden Daten, die auf die Existenz von atmosphärischem Wasserdampf schließen ließen, sollten einige Zeit später vom Hubble-Weltraumteleskop geliefert werden. Dabei befindet sich der Himmelskörper rund 110 Lichtjahre von unserem blauen Heimatplaneten entfernt, wobei er seine Bahnen um einen Zwergstern im Sternbild Löwe zieht. Da sich K2-18b darüber hinaus auch noch in der habitalen Zone seines angestammten Systems befindet, avanciert er zum ersten bekannten Exoplaneten in der Geschichte, der nachweislich beide Grundvoraussetzungen für die mögliche Entstehung von Leben erfüllt: die passenden Temperaturen sowie die Existenz von Wasser. Die Forscher teilten mit, dass sich der Planet wahrscheinlich aus Silikaten und Eis zusammensetzt. Zwar konnte die Existenz von flüssigem Wasser auf der Oberfläche des Himmelskörpers bislang nicht nachgewiesen werden, jedoch denken viele Experten, dass die Chancen dafür recht günstig stehen. Sollte dieser Fall zutreffen, ist es theoretisch möglich, dass sich bereits die ersten Organismen auf K2-18b ausgebildet haben.
Um diese Annahme auf wissenschaftliche Stichhaltigkeit zu überprüfen, muss der Exoplanet, der doppelt so groß wie die Erde ist und das Achtfache ihrer Masse besitzt, jedoch noch eingehender untersucht werden. Kepler-1649c. Folgt man den Ausführungen von Jeff Cullen, seines Zeichens Direktor des K2-Wissenschaftsbüros des SETI-Instituts, handelt es sich bei Kepler-1649c um den erdähnlichsten Exoplaneten, der jemals gefunden wurde. Doch was bewog das Mitglied jener Organisation, die sich mit der Suche nach intelligentem außerirdischem Leben befasst, zu dieser gewagten Aussage? Fest steht, dass der Himmelskörper erst entdeckt wurde, nachdem Kepler seinen Dienst bereits eingestellt hatte. Eine erneute Sichtung der erfassten Kepler-Aufnahmen brachte schließlich die Existenz des faszinierenden Exoplaneten zum Vorschein. Offiziell wird Kepler-1649c als Gesteinsplanet klassifiziert, dessen Radius 1,06 mal so groß wie der unserer Erde ist. Darüber hinaus umläuft der Himmelskörper seinen Wirtsstern, einen roten Zwerg, innerhalb der habitalen Zone. Um den Fixstern einmal zu umrunden, braucht Kepler-1649c gerade einmal 19,5 Tage. Dabei entspricht das Licht, welches der von uns 300 Lichtjahre entfernte Planet von seinem Stern erhält, etwa 75% des Sonnenlichts, das auf unseren blauen Planeten trifft. Folglich ist anzunehmen, dass sich die durchschnittlichen Obertemperaturen auf Kepler-1649c mit denen auf unserer Erde vergleichen lassen. Allerdings ist bislang noch vollkommen unklar, wie sich die Atmosphäre des Himmelskörpers zusammensetzt. Jetzt seid ihr gefragt. Was denkt ihr über die aufregenden Entdeckungen des Kepler-Weltraumteleskops? Gab es einen Planeten, der euch ganz besonders fasziniert hat? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video ganz einfach unten in die Comments. Werft zum Abschluss gerne auch einen Blick auf die anderen spannenden Beiträge unseres Kanals, die wir im Abspann für euch verlinkt haben. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.